Hi, guten Morgen, 9.11. ungefähr 12 Uhr. Ich habe jetzt noch drei Videos gemacht vom Freitag, die schneide ich noch zusammen. Ich wollte nur ganz schnell für die, die meinen Kanal abonniert haben, habe ein interessantes Signal. Also ganz kurz, unsere S&P-Position ist schon im Plus. Über Nacht ist natürlich jetzt günstig gelaufen, dass wir genau das Timing gefunden haben. Ist aber oft nach Optionsverfall, entweder geht es rauf oder runter. Wir haben hier 2,8 ungefähr plus minus, je nachdem, wenn wir ein bisschen besseren Preis, Mischpreis, wie ich gesagt habe, gekriegt hätten, hätte man hier ein bisschen weniger minus. Also ich schätze mal so um die 400-500 hätten wir heute schon einsacken können. Wir lassen das Ding aber laufen. Ich zeige euch, wenn man da noch mehr rausholt, natürlich. Ganz kurz noch zum DAX. Noch 2 Minuten dauert es nur. Ich glaube, ich habe ein interessantes Signal, dass es ein bärisches Signal sein kann. Und zwar haben wir hier bei den 10,95 Open Interest, aber hier haben wir keine Open Interest. Das heißt, diese wurden höchstwahrscheinlich geschrieben. Ja, ich glaube nicht, dass die Naked gekauft worden sind. Das könnt ihr euch überlegen. Das wären 450 Euro, 450.000 ist 1 Million. Keiner kauft mit einer Laufzeit von 4 Tagen für 1 Million Optionen, ohne sich abzusichern. Und hier sehen wir auch keine Absicherung. Entschuldigung, erst hier tief bei 10,6. Das heißt, meine Tendenz ist diese Woche, dass wir auf jeden Fall bis zwischen 10,6 und 10,95 sein werden. Ja, vielleicht werden wir bei den 8er 7,50 bleiben. Wir haben heute, sind wir gestartet, ein bisschen höher und sind dann runtergekommen. Das ist heute Morgen ein Signal gewesen. Wenn ihr sowas immer seht, hier, wenn wir schon hier oben sind, 50, 60, 70, 80 Punkte, und ihr habt hier eine Open Interest, die tiefer ist, bei den Calls, dann ist es ein Short-Signal. Deswegen sage ich es euch jetzt schnell. Ich lade es jetzt hoch und mache dann die restlichen Analysen und es heute Abend. Vielleicht kann ja der eine oder andere noch ein bisschen was davon profitieren, versucht einen guten Einstieg zu finden. Ich glaube, dass wir diese Woche etwas leichter mit dem DAX sein werden.